Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia Warrior Within. Ja, es ist ewig, ewig her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir genau waren. Hier steht was von Uwe und seinen Rädern. Also werden wir wohl im mechanischen Turm sein. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist ewig, ewig her. Ich hoffe mal, ich finde schnell wieder rein und dann gibt's jetzt bald wieder mal ein bisschen süßes, süßes Prince of Persia Gameplay. So, springen. Wandlauf. Okay, ja. Eine Zwischensequenz mit Kampf, okay. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht! Bitch Slap. Mal sehen, ob ich in die Kombos schnell wieder reinfinde. Der nächste, bitte. Bitch Slap. Das sollte eigentlich ein Wandsprung werden. So hier. Genau. Danke sehr. Ah, das war's schon. Dann nehmen wir es mal. Ich hier? Gut. Wir haben volles Sandbehälter. Wir haben fast volles Leben. Ich denke, so schlecht besteht es um uns gar nicht. Und wir haben hier eine Säule, die wir erklimmen. Ach, jetzt wächst die Kamera plötzlich. Oh. Introvertierte Maus. Invertierte, what the fuck. Introvertierte. Nice job, Brain. Okay. Schalter. Slow-mo. Okay. Slow-mo. Das müsste das hier gewesen sein. Nein, das war die falsche Taste. Das ist die richtige Taste. Okay. Könntest du da bitte nach. Nein, das ist die falsche Richtung. Der Monster funktioniert das wieder irgendwie nicht. Leider. So, also nochmal hier rauf und. Nein, hör auf in die Richtung zu laufen. Wir könnten aber noch kurz die hier tauschen. So. Nochmal. Du, hier hoch. Jetzt entscheidet er sich nicht. Okay. Ja, die Maus ist leider nicht gerade im Top-Zustand, aber immer noch gut genug, um etwaige Probleme von uns auszumerzen. So. Bisschen Speedhold und rüber da. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht. Ewig, ewig her. Ich dachte, oder ich ihr denke, seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Das Letzte, was wir irgendwie so zu machen hatten, war die zwei Türme zu aktivieren, um die Sanduhr aufzukriegen oder was auch immer jetzt unser Ziel war. Oder, ach ja, genau, den Thronsaal. Den Thronsaal wollten wir aufkriegen. Das war's. Ich erinnere mich da an was. Und wir haben wieder Sand. Nice. Okay, na dann. Gehen wir hier lang? Und treffen wieder auf das seltsame Wesen. Was willst du von mir? Haltet ihn auf, bevor er sein. So, dann wollen wir mal. Hoppla! This is nice. Ich glaube. Du glaubst nicht. Genius. Really genius. Nimm doch bitte diese Weiche. So, und gleich nochmal. Und wir haben wieder Sand. Yay. Okay. Hier könnte man verlangsamen. Ich denke, wir schaffen das auch ohne. Und springen prompt ins Leere. Yes, genauso wie ich es wollte. Wollt.
Warte. I am a genius. Er geht doch. Nach 10 Versuchen. So, hier rüber vielleicht. Versuchen wir es einfach. Und hier rüber. Und hier rüber. Und runter. So. Gut, das heißt, wir bräuchten wieder etwas Sand, weil ich gerade richtig schön verschwenderisch damit umgegangen bin. Kannst du die mal bitte... Okay. Welche Taste war interagieren? War es... Diese hier. Nee, war es diese hier. War es diese hier. War es diese hier. Oh, diese. Sehr gut. Rechte Maustaste. Merken. Ich denke, dann haben wir alle Tasten wieder beisammen. Und könnten das vielleicht noch weiter drehen. Hallo Lift. Wenn du nun so freundlich wärst. Danke sehr. Und hopp. Das war die falsche Taste. Oho. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich bin gleich wieder drin im Gameplay. Denn so schwer ist es an sich nicht. Ich weiß nur die Tasten nicht mehr ganz. Oder ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Tut mir leid. Ja, die Pause, die ließ sich leider nicht vermeiden, denn ich hatte viel zu tun. Ich hatte andere Games, die ich machen wollte und und. So, dann gehen wir doch mal kurz im Schnelldurchlauf. Und ohne Tode geht durch. Ihr seid. Kannst du bitte aufhören, dich treffen zu lassen? Danke sehr. Steht mir bei! Fuck, yay! Was denn, Bitch? So sollte es nicht sein. So, 1, 2 und. Unglücklicherweise würde ich mir die Hände an euch schmutzig machen. Gut, also wir haben nach wie vor den vollen Sand. Nehmen uns dieses hier. Na, danke. Und dann kann es auch schon losgehen. Danke, dass du jetzt so lange rumgestanden bist. War doch wirklich nice. Jetzt die Taste nicht. Wie gesagt, die Maus spinnt ein wenig. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt speziell wegen der Videosequenz war, aber der Prinz wollte sich gerade nicht bewegen. Aber okay. Wir haben kein Problem damit. Wir sind ja gleich wieder da, wo wir vorher gerade waren. Einmal. Zweimal. Hoppla. So. Perfekt. Sand aufgefüllt. Seltsames Vieh verfolgt. Kann ich die nicht überspringen? Okay. Was willst du von mir? Na dann, warten wir. Okay. Ich hab Zeit. Das ist kein ich weiß Gegner nicht, ob es jemandem schon aufgefallen ist. Ich will aber nichts dazu sagen, denn sonst spoilere ich euch das. Oh, hallo, Explodicus. Ah, fuck. Diese Viecher sind echt nervig. So, komm. Sehr schön. Haben wir hier denn etwas übersehen oder ist es einfach nur so ein Zusatzweg? Aha. Wollen wir hier lang? Moment, Karte.
Wir wollen nach oben. Nach oben ist aber diese Richtung. Na egal. Wir gehen nach oben. Denn eigentlich sind wir ja schon im richtigen Turm. So. Ready, set, go. Genius Prince strikes again. Unglücklicher. So, und jetzt bitte nicht mehr in Richtung unten, sondern wandern in diese Richtung hier. Danke sehr. Ja, auch ein Prinz lernt dazu. Das sind ja schon mal gute Aussichten, Junge. Pass auf, was du machst. Und ich würde jetzt gerne die Kamera ein bisschen drehen, aber der Winkel hängt irgendwie. Steht mir bei! Kannst du. Ah, danke. Okay, machen wir einfach den Finishing Move. Husa! Dann nehmen wir uns die wieder. Die wieder. Und gehen hier durch. 1, 2, 3. Los! Ja, das war perfekt getimt auf den einzigen, den wir treffen hätten können. 1, 2, 3. Und nochmal. Yes! Lass mich das auf die einfache Art lösen. Nichts timen. Einfach los. So, hier rüber. Darüber. Hier rüber. Und aktivieren. Ja, das kennen wir alles schon. Dann, gehen wir auf die kleine, nette Plattform hier, die uns auch prompt wieder nach oben nimmt und mit der wir wahrscheinlich gleich wieder in den Tod stürzen oder auch nicht. Nein, was ist da hin? God damn it! Nein, ich will nicht. Halt weg. So. Ach, hier ist auch was. Na dann komm her. So, wir haben hier ein Geheimnis. Sehr schön. Der Schalter ist schon betätigt, okay. Kannst du da bitte wieder runter kommen? Runter? Maybe? Danke. Okay, wir haben hier ein Scheißviech und wir haben kaum Leben. Das bedeutet für uns. Banzai! Sterben ahoi! Sterben ahoi! Zweite Artworks-Kiste und laufen! Ah shit, hier können wir gar nicht zurück. Das funktioniert nur von der anderen Seite. Ich werde versuchen, mich hier nochmal durchzuschleichen. Oder eine Sache probiere ich vorher noch. Und zwar hier in den Arsch auszureißen, wortwörtlich. Go, go. Danke sehr. Nein, nein! Böse. Nice! Very nice! Very nice! Und wir leben noch. Wenn du nun die Güte hättest, uns etwas Sand zu bescheren, danke sehr. Es wäre nur noch Leben recht nett. Irgendwie habe ich die Viecher ein bisschen stärker in Erinnerung, aber soll nicht mein Problem sein. So haben wir wenigstens den Kampf schön überlebt. Und gondeln da jetzt noch mit minimalem Leben rum. Wuhu! Ja, wo finden wir einen Heilbrunnen? Die Frage der Fragen.
Aber hier lang sollten wir gehen. Das bedeutet... nein. Danke. So. Und jetzt nochmal eine Waffe. Sicher ist sicher. Und... ist das Wasser... Bitte sagt, dass das Wasser trinkbar ist. Es muss trinken. Shit. Trinkbar sein. Trink. Diese? Nee. Diese. Yes! Puh, das war knapp. So, hier gilt das alte Prinzip anzuwenden. Und prompt mal zu sterben. So, wenn du nun bitte. Danke sehr. Hopp. Und raus da. Da hinten geht es zwar auch weiter, aber ich denke, wir sollten erst diesen Helfer betätigen. Und ich hoffe mal, der ist nicht zeitlich begrenzt. Ansonsten haben wir jetzt ein Problem. Hopp. Und hopp. Und hopp. Okay. Wir haben volles Leben. Wir können uns leisten, einmal zu sterben. Aber besser natürlich kein Mal. So. Mir fehlt jetzt irgend so eine... Das ist Sparta... Option, dass wir die Gegner einfach runterkicken könnten. Aber ich denke, ohne geht's auch ganz gut. Kannst du das bitte unterlassen? Weißt du was? Fick dich. Stirb. Sterbt beide einfach. Mein Gott. Wie kann man so hartnäckig sein? Seid, sobald ihr so sandig aussieht, seid ihr sowieso noch wandelnde Leichen. Mein Gott. Okay, aber wenigstens haben wir einen Sandbehälter bekommen. Oder wieder aufgefüllt, je nachdem wie man es sehen möchte. Geronimo! Hier nochmal dasselbe. Yay, yay, yay. Stacheln sind ja das kleinste Problem. Okay, hier ganz einfach durch. Nein. Jetzt. So, hier nochmal so eine Drehstange. Und okay. Ich denke, das kriegen wir locker hin. Hier drüber. Okay. Bloß nicht da reinspringen. Ja, das ist alles ja noch schön und easy. Das auch. Und wir sind wieder in einem dieser Speicherräume. Sehr schön. So, als wäre es gut zu wissen, wie weit wir genau... nee, nicht wie weit, wie lang wir jetzt genau nehmen. Denn ich werde hier leider mal eine kurze Pause machen müssen und nachher dann nochmal aufnehmen, denn ich muss jetzt mal checken, wie die Aufnahme gelaufen ist, ob das alles hingehauen hat und wie es mit der Qualität aussieht. Ja, dann bis heute später, Leute. Ciao!